Wow! Alter! Schreck mich doch nicht so, Junge! Was geht denn mit denen ab? Alter! Du erschreckst mich nicht! Nochmal! Alter! So. Wie kommen wir jetzt hier hoch? Da hinten sieht gut aus. Moment. Ah. Mist. Ich höre doch schon wieder irgendwas. Irgendwelche seltsamen Geräusche. Wahrscheinlich lauern sie oben wieder auf uns. Komischen Zementfiguren oder was auch immer die sind. Ja, natürlich. Mhm, da dreht sich einfach so ein Balken weg. Ja, klar. Natürlich, ich möchte auch alles wieder nochmal machen. Alter, was ein Rotzspiel. Das darf doch nicht wahr sein. Ah, ich hasse das, wenn Autosaves so kacke gesetzt sind. Na komm schon. Nein, nein. Ich bin wieder fest. Glaub mal ja nicht, dass ich hier raus. Oh, Menno. Lass mich hier raus. Das Erschreckende an dem Spiel sind nicht diese Puppen, diese Figuren, diese komischen. Das Erschreckende an dem Spiel sind die Bugs. Und der miese Autosave. Na komm schon. Aha. Oh, ich bin zu doof, um hier hochzukommen. Merkt man gar nicht, dass ich Maus und Tastatur nicht gewohnt bin. Ja, 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 komm her. Stirb. So, das waren die. Ich hoffe, ich erinnere mich, wo das war mit diesem komischen Brett. Ich hoffe nicht, dass ich ein Brett vom Kopf habe. Atomwitz, alles strahlt. Ich glaube, hier war das, ne? Alter, jetzt ernsthaft? Ist völlig egal, auf welchen Balken ich da springe, die sind alle Mist. Auf zum Nerven. So. Jetzt hänge ich hier schon wieder fest. Wie komme ich hier wieder raus? Ich glaube, nach einer Weile glitscht man sich automatisch runter. Bin mir aber nicht sicher. Ah, Halleluja. Irgendwie erstmal in die Richtung hier gehen. Ah, so. Aliop. 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 Alter, euch ignoriere ich jetzt einfach. Die doofen Puppen, die mich hier nerven.
nee, 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 nee. So. Komme ich da vielleicht hoch? Geht das? Müsste ja eigentlich. Hier irgendwie durchglitschen? Ja, ja, ja. Ja, ja! Saugeil. Keine Ahnung, ob es so gewollt ist, aber es hat geklappt. Und das ist die Hauptsache. Wo muss ich jetzt hin? Hier sieht gut aus. Ah, jo. Jetzt hier rüber. Alter. Kann ich das mitnehmen? Nein. Zack. Und zack. Ah, sehr schön. I'm starting to notice that I was getting better. Er fängt langsam an zu merken, dass es ihm besser geht. Keine Ahnung, was das jetzt hier bewirkt hat. Irgendwie ist hier nichts anderes grün geworden. Also gerade wurde schon irgendwas grün, aber ich habe nicht drauf geachtet. Ah, ein Fahrstuhl in einem Horrorspiel. War was ganz Neues. Ein knatschender Fahrstuhl. Alter Schwede. 28. Keine Ahnung, ob das eine Bedeutung hat. Wow, 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 wow! Alter, was geht hier ab? Ich kann hier nicht mal raus, ich kann nicht springen, gar nichts. Schön, dass ihr mich erwischt, aber ich euch nicht. Ah, jetzt erwischt ihr mich. Stirb. Boah, Alter. Großartig programmiert. So. Gut, wie komme ich hier hoch? Offensichtlich muss ich mir da irgendwas basteln, damit wir da hochkommen. Alter. Moment, erstmal hier. So, echt doof gemacht mit dem Greifen hier. Man muss gedrückt halten, F. Selbst wenn man gerückt hält, lässt er zwischenzeitlich irgendwie los, manchmal. So. Ja, das sieht gut aus. Ein Stück rüber. Einmal umschmeißen. So.
Oben irgendwie was draufpacken. Ja, fall erstmal runter. Das finde ich toll. Nein. Er hat mich so ein bisschen an Star Wars, The Force Unleashed. Da konnte man mit seiner Jedi-Macht ja auch alle möglichen Sachen stapeln. Nein, bleib doch hier. Mist. Holen wir uns eine andere. Was soll's. Zack, und schon wieder weg. Richtig toll gemacht. Richtig schön. Da kommt Freude auf. Richtig toll gemacht. So. Wir sind dann hier gescheitert. Wir sind gefangen. Das war's dann? Nein. Ach, komm schon. Irgendwie... Das mit dem Stapeln echt doof gemacht. Ich kann das nicht mal rüberheben, richtig. So. Also wenn ich es zu hoch halte, dann fällt es einfach runter. Warum nimmt das jetzt nicht? Ich pack mal. Irgendwie. Nee, das geht auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Was die Entwickler sich bei sowas denken, ich habe keine Ahnung. Ich meine, testen die ihr Spiel nicht an? Ist ja furchtbar. Ich mach's mal anders. Warte. Alle hopp. So, jetzt versuche ich es mal hier hochzuheben. Ja. Nein, bleib liegen. Bleib doch da drauf. Ja, bleib stehen. Nicht umfallen! Alter! So. Das sieht doch schon mal besser aus. Ich habe keine Ahnung, vielleicht reicht das ja sogar schon. Vielleicht noch hier. Moment. Dass ich da vernünftig drauf komme. So. Wenn ich da jetzt noch eins drauf stapeln könnte, dann kommen wir bestimmt hoch. So. Bleib liegen, verdammt! Nein! Oh! Verdammte Hacke. Ja, richtig spannendes Spiel ist das. Komm ich da nicht so hoch? Hm, verdammt. Wohl eine müsste ja reichen. Ich da jetzt hochkommen? Moment. Hm, ja! 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 Gott sei Dank. Was ist jetzt hier los? Ich soll hier irgendwie runter? Wie denn? Hm. Das ist das Bild von irgendeinem hornartigen Vieh. Und ein Bild von schätzungsweise mir. Ich habe keine Ahnung. Also wenn ihr eine Idee habt, dann schießt mal los. Ich habe keine Ahnung. Hm. Scheint wohl eine Art Fahrstuhl oder so zu sein. Ich bringe jetzt einfach mal alle Kisten da drauf. Vielleicht müssen wir da einfach nur Gewicht haben. So, schon mal aus den Regalen pfeffern. Dem Spiel mangelt es auch überhaupt nicht an Musik. Zwischenzeitlich. Ich glaube, den Entwicklern sollte mal jemand sagen, dass gerade die Musik in Horrorspielen ja wirklich die Stimmung auch aufbringt. Und die Atmosphäre, stark zur Atmosphäre beiträgt. Ich meine, hier sind ja immer wieder mal zwischenzeitlich kurze Musikclips, aber mir fehlt so ein bisschen der durchgängige Musiksound.
So. Letzte Kiste auch noch. Ja, großartig. Das hat ja super viel gebracht.